Yeah, Leute, willkommen zurück zu Obscure. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit Josh und Ashley. So, jetzt muss ich schauen, was wir jetzt erledigen müssen. Okay, wir müssen definitiv ins Schülerwohnheim. Nur wo das jetzt genau ist. Ach, da, oder? Ich glaube schon. Aber müssen wir da nicht nach unten? Moment mal, ich muss mich da jetzt ganz kurz umschauen. Ja, ich glaube, wir müssen wieder nach unten. Weil unten war ja das Schülerwohnheim. Da, wo wir quasi Dinge aufgemacht haben, das letzte Schloss. Ja, genau, hier vorne dann rechts, glaube ich, ist das. Warum ich jetzt Ashley mitgenommen habe, ja, damit sie auch eine kleine Rolle spielt. So, wo ist denn der jetzt? Ah, ist der Bolzenschneider hier. So. Dann gehen wir mal zum Schülerwohnheim. Ich glaube, im letzten Part ist leider Mrs. Wilson draufgegangen, also gestorben. Sie ruhe in Frieden. So, Waffen haben wir genug. Sie auch. Jawohl. Sehr gut. Und sogar noch relativ viel Muni für unsere Verhältnisse. Mrs. Wohnheim, hier sind die ganzen Leute. Ach du Scheiße, ich höre schon wieder einen Gegner. Eine Karte. Ja, was jetzt Josh geschwaffelt hat, interessiert mich jetzt gerade überhaupt nicht. Ah, das war so ein großes. Okay, das habe ich gar nicht gesehen, Leute, vor lauter Geballer. Ja, Josh. Nein, ich will Josh lenken. So. Ist hier was? Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Ja, mir rutscht die ganze Zeit meine Brille. Es ist gerade mit. Also, wir haben fast 30 Grad hier. Okay, was ist das für ein Geheuchel, was wir hier hören? Ein Hier Rauchkanal. gibt's nichts mehr für uns. Okay, dann gehen wir wieder raus. Gut. Ja, mir rinnt gerade der Schweiß von der Stirn, deswegen rutscht mir die ganze Zeit die Brille herunter. Das hasse ich. Aber ohne Brille kann ich fast nicht aufnehmen. Uah. Ja, schieß doch, du blöde Kuh, ey. Sorry für den Ausdruck. Ja, genau. Mach du auch mal was, Ashley. Nicht immer nur Josh. So, was haben wir hier alles? Muni für die Pistole, das ist richtig geil. Ja gut, wisst ihr was, wir können jetzt eigentlich ein bisschen, naja, sparen müssen wir jetzt auch nicht im Prinzip, aber eine Disk, sehr gut. Oh, wieder was zu lesen. Zeitungsausschnitte über die Vermisstenanfälle oder Vermisstenfälle. Ja. Wem es interessiert, kann ja an dieser Stelle pausieren, damit ihr das seht. Spiritus. Spiritismus in 10 Lektionen. Okay, interessiert keine Sau Gibt's nichts mehr wahrscheinlich. zu holen? Okay, wenn es hier eh nichts mehr gibt, da ist ein Pentagramm hinten drauf. Da liegen Schachtelkippen. Marlboro, glaube ich, müssten das sein. Gut, da gehen wir wieder weiter. Gut. Das Schloss sollte kein Problem sein. Gut, dann probier dich mal, Joshy Boy. So, Ashley. Jetzt kannst du ja deine Spezialmoves zeigen, die du anscheinend drauf hast. Ein Energy Drink. Jawohl, wie schaut's eigentlich aus mit der Gesundheit? Ja, okay, uns geht's ganz gut. Eine Statuette, was auch immer eine Statuette ist. Da vorne ist doch jemand, oder? Ja, da war jemand. Schieß! Okay. Ja, gut, hier sind die Gegner eigentlich viel zu einfach. Ach du Scheiße. Wisst ihr was? Ich wechsle jetzt mit ihm zur Laserpistole und Ashley gebe ich jetzt. Achso, die hatte nur die Schrot. Und Ashley gebe ich jetzt die Pistole hier, weil mit der Schrotflinte hier herumzuhantieren, das ist jetzt Blödsinn. Weil die Gegner sind jetzt so einfach und ein bisschen Schrotflintenmuni sparen müssen wir schon. Weil wir bekommen eh noch so viel, habe ich das Gefühl. Alles kaputt. Ja, das glaube ich eh. Wieder ein Erste-Hilfe-Paket. Wie viel haben wir jetzt? 5 und einen Energy Drink. Sehr schön. Ich Was ist bin hier ganz noch? sicher, hier ist noch was. Ja, noch ein Energy. Okay, hier gibt es eh nichts mehr zu holen. Ist scheinbar abgeschlossen. Ja gut, man kann nicht erwarten, dass überall was ist, ne? Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter hier. So. Hier ist abgeschlossen, ne? Gut. Gut. Ist auch verschlossen. Gut, dann holen wir uns gleich mal das hier. Auch wieder für die Pistole. Okay, wir haben schon so viel Muni. Naja, für diesen Schwierigkeitsgrad etwas ungewöhnlich. Aber egal. Gehen wir mal rein da.
Aua! Nein! Nicht sterben! Boah, jetzt dachte ich schon, die würde mir abkratzen. Boah. Tut mir leid, Ashley, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Wie sehen wir dann aus gesundheitlich? Okay. Das heißt, wir geben jetzt Ashley ein Energy. Und jetzt, ja gut, geben wir noch ein Josh. Josh, geben wir ein Erste-Hilfe-Paket. Ja, das freut mich, Josh. Sehr schön. Ja, Fenster einschießen bringt jetzt nichts, weil jetzt draußen finster ist. Für diejenigen, die es wissen wollen. Und da liegt doch noch was. Eine Leuchtgranate. Ja, super. Die werden wir jetzt allerdings sparen. Und ich weiß schon ungefähr, wofür. Auch wieder für die Pistole. Naja, hier ist sonst nichts mehr. Ist euch aufgefallen, dass Josh so einen kleinen Kinnbart hat? So einen ähnlichen, wie ich habe. Soll das eine Maus sein, die da unten jetzt herumgerannt ist? Habt ihr das gesehen? Hat es ausgesehen wie eine Maus. Oder wie eine Flasche. Aber seit wann kann eine Flasche laufen? Gute Frage, ne? Nichts Interessantes mehr. Gut, dann gehen wir wieder weiter. Okay, irgendjemand hat jetzt eine Scheibe eingeschlagen, das hat man gehört. Wer auch immer. So. Gut. Was ist denn hier alles? Ist hier nichts mehr? Gut, dann gehen wir durch. Masters versus Tigers versus Sharks. Das heißt, übersetzt für diejenigen. Ich fühle mich nicht gut. Ja, du kannst mich mit deinem Gegenmittel. Okay. Scheinbar abgeschlossen. Gut, dann gehen wir mal da rein. Ja, dann mach's doch auf. Ja, hier bräuchte man vielleicht eher Stanley. Aber egal. Wir haben ja Josh auch. Gut, dann gehen wir mal durch. Ja! Ist sie schon wieder angeschlagen? Ja, die ist ja schon wieder kurz vorm Verrecken. Das geht's jetzt aber nicht, Ashley. Ich dachte, ah, da ist ja noch eine. Ach so, ich habe jetzt Ashley. Wieso wechselt er immer die Pistole? Das verstehe ich nicht, Leute. Egal. Die ist schon wieder angeschlagen, das kann es jetzt echt nicht sein. Ich muss ehrlich sagen, ich würde Ashley am liebsten krepieren lassen, weil ich sie nicht so richtig mag. Aber gut. Kann ich auch nicht machen, ne? Ja, wo denn? Ach, hier. Munition für die Schrotflinte. Ja, brauche ich momentan nicht. Okay, wenn das eh schon wieder alles war, dann müssen wir raus. Ja, dann müssen wir raus. Ganz einfach. Okay. Das sieht nicht allzu stabil aus. Das ist wohl der beschissenste Abteil im ganzen Spiel. Ja, und es fällt gerade volle Karache ein Auto an meinem Fenster vorbei. Boah, das ist jetzt blöd zu sagen, aber... Gehen wir. Sie soll mal hier bleiben. Gut, nein. Ich bleib hier. Sie soll mal hier bleiben. Ihr müsst nämlich an den Stellen laufen, wo die Dielen nicht so knarzen oder nicht so kaputt sind, auf gut Deutsch gesagt. Jawohl. Jetzt mit Ashley. Die kann da schon fast nicht mehr laufen. Nein! Du Idiot, warum gehst du denn zurück? Ja, das habe ich mir jetzt gedacht. Jetzt ist Ashley abgeschmiert. Ja, wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt ganz kurz cutten, das mit Ashley und Josh gleichzeitig schaffen bis hierher und dann sehen wir uns wieder. So, Leute, wie ihr seht, sind wir wieder zu zweit. Ja, ich habe es jetzt gerade noch so geschafft, mit den beiden durchzukommen. Es ist ja im Prinzip nicht schwierig, man muss halt nur schauen, dass man halt quasi die eingeknarzten Stellen nicht betritt und dann stürzt man eben ein. Aber egal, so, jetzt sind wir hier. Da ist jetzt auch einer. Okay, musste ich den jetzt gar nicht erschießen. Armer Irrer. Oder was auch immer man hier sagt an dieser Stelle. Schauen wir uns mal um. Da sitzt auch einer. Ist dieser Laser etwa tödlich, den wir hier haben? Anscheinend. Ja, dann komm doch. Dann mach, Josh. Der ist ja eh fast so schnell wie Stan, nur halt vielleicht ein paar Sekunden langsamer. Aber das macht ja auch das Kraut nicht fett, ne?
Munition für die Pistole. Ja, jetzt haben wir schon so viel Schuss, Leute. Jetzt kommen wir ohnehin schon aus. Das sieht verdächtig aus. Ah, okay. Aber zuerst will ich mich da drüben noch umsehen, was hier drinnen ist. Nichts auslassen, Leute. Ganz wichtig. Okay, was ist hier alles? Platten, Poster. Was ist das? Auch eine Platte? Ach, da liegt was. Ach, schon wieder eine Disk. Ja, wir haben so viele Speicherdisks, Leute. Ein Bett, das war offensichtlich so ein... Also das ist ja das Schülerwohnheim, ne? Aber die Wohnungen sehen ziemlich abgefuckt aus. Zumindest die Zimmer selber, ne? Ach, Schnauze, wir brauchen Shannon jetzt nicht. Okay. Eine Kiste, ziemlich schwer. Ach, da liegt was. Moment mal. Kann ich das irgendwie ablegen? Ach so, das kann ich mit Ashley ja auch lesen. Technischer Rat des Kongresses. Sehr geehrte Herren, im Anschluss an die Konferenz in Seattle, auf der Ihre Publikationen und insbesondere Ihre Schrift mit dem Titel Ewiges Leben ist möglich heftig diskutiert wurden, haben die Experten ihrer Forschungsarbeiten untersucht. Es herrschte allgemeine Einigkeit, dass der Einsatz ihrer Kenntnisse nicht kontrolliert werden kann und dass die ökologischen, sozialen und ethischen Folgen ihrer Entdeckungen im breiten Feld des Lebens nicht gemessen werden können. Aus diesem Grund mussten wir eine Entscheidung über die Beibehaltung oder Streichung des Forschungsbudgets treffen. Welche Sicherheitsmaßnahmen können gegen die eugenischen Versuchungen ihrer Hypothesen getroffen werden? Wir sehen uns außerstande, einen Verzicht auf die Artenvielfalt zugunsten eines künstlichen und mit Sicherheit mit einer ansteckenden Krankheit behafteten Lebens zu unterstützen. Der Beitrag ihrer Arbeiten zu den Kenntnissen über einzelne Merkmale ist eine Sache. Die Abwandlung der Übertragungen dieser Eigenschaften durch solch unmenschliche Mittel ist eine ganz andere. Folglich hat der Technische Rat des Kongresses in Übereinstimmung mit der Internationalen Wissenschaftlichen Kommission beschlossen, sie lebenslang aus dieser Gemeinschaft auszuschließen. Wir werden eine Anordnung über die Archivierung oder Zerstörung ihrer Forschungsunterlagen und Ergebnisse über die Verlängerung des Zelllebens erlassen. Dies bedeutet, dass sie keine Unterstützung erhalten werden. Ihre Ausrüstung und all ihre Arbeiten werden beschlagnahmt und weiterverkauft. Am 8. Oktober werden vereidigte staatliche Bevollmächtigte ihre Geschäftsräume versiegeln und leeren. Für die Livermore High School wird eine Kommission eingesetzt, die zu entscheiden hat, ob die Schule geschlossen wird oder nicht. Hochachtungsvoll. Also ich finde das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen dämlich. Ich meine, okay, diese Idee mit dem ewigen Leben ist zwar ein bisschen mit hergeholt, aber warum streichen die gleich die Mittel? Ja, das sind diese scheiß Kongressabgeordneten. Mit denen, was nicht in den Kram passt, ist es gleich eine Bedrohung, ne? Ist schon immer so gewesen. So, Josh, kommst du? Josh? Der muss sich hier einen Dodel abschleppen, wie wir in Österreich so schön sagen. Boah, ich schwör's euch, ich musste mal einen Kühlschrank. Ein Kühlschrank ist zwar nichts im Vergleich zu dem, weil ein Kühlschrank ist ja doppelt oder dreifach so schwer. Musste ich mal schleppen. 3 Etagen hoch und der Typ war, also der Typ, dieses Teil war so schwer. Ja, der Safe ist nach innen gefallen, das wusste ich noch. Jetzt ist er nämlich aufgebrochen. Jetzt können wir ohne weiteres nach unten gehen. Das ist richtig super. Und ja, wir müssen wieder über diesen gebrochenen Weg gehen. Uah! Der ist schon gestorben. Ja. Ja, ich sag ja, die sind mit der Pistole... Oh oh. Genauso einfach zu besiegen. Ja, komm doch. Ach so, mit einem Schuss sogar. Okay, gut, dann gehen wir mal zurück. Mhm. Ja, jetzt muss ich wieder über diesen dämlichen Weg gehen. Keine Angst, ich lauf nicht weg. Okay. Ashley wartet auf mich. Oh, scheiße. Ja, ich gehe lieber. Du sollst auf mich warten, du Bitch. Sorry für den Ausdruck, aber wenn sie zu blöd ist, um auf mich zu hören, kann ich ja auch nicht helfen. Gut. Na gut, ich bleib hier. Gottes Willen, jetzt müssen wir dasselbe nochmal mit Ashley machen. Nein! Verdammt, Leute, verdammt! Verdammte Scheiße! Ja, Leute, ihr wisst, was läuft. So, Leute, wie ihr seht, habe ich es jetzt doch wieder geschafft mit allen beiden. Ziemlich cool. Und wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, hier rein, oder?
Nee, auch nicht. Ah! Wir müssen doch... Hier zurück? Ups, das wollte ich jetzt nicht. Nein, das wollte ich jetzt nicht, Ashley. Ashley! Sind hier überhaupt noch Gegner? Nee, da waren wir ja schon drinnen. Nee, Josh, ich komme schon wieder. Ich wollte jetzt übrigens mit Josh lenken. Nicht mit Ashley. Gehen wir. Gut. Ja, ab und zu haben sie ein paar Kommunikationsprobleme, weil ich habe es dreimal gesagt, sie soll da bleiben, ist aber immer wieder mitgegangen. Wenn man ganz normal drüber geht, ohne dass man läuft, hat man keine Gefahr, dass man runterstürzt. Aber ansonsten schon. Ach du Scheiße. Ach, so einer war das. Und ich habe festgestellt, dieser Laser, den ihr hier seht, der ist genauso tödlich wie ein Schuss. Also das ist ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass wir... Ah, ich weiß schon wieder, Leute, wo wir hin müssen. Ich weiß es schon wieder. Ja, das Gedächtnis ist ein hartes Stück Scheiße, aber ich glaube, dass wir hier rein mussten. Ja, genau. Und da ist schon wieder so eine... Au! Ja, hier wechsle ich schnell zu Ashley. Weil sie ist mit dem Licht hier ein bisschen besser. Ja, gegen diese Troller schon wieder. Was? Weil mit dem Licht kann man nämlich diese kleinen Mini-Maden am besten erledigen. Warum hat er schon wieder diese Scheißwaffe? Aua. Okay, diese Druckwellen tun mir anscheinend weh. Aber hier geht's eh noch ganz gut. Du hast keine Chance gegen mich, du Schlampe. Au. Jetzt hat er schon wieder diese dämliche Waffe. Ja, egal. So. Wer schießt mir dieses Miststück? Das geht mit der Lampe einfach viel besser. Komm schon, Oma. Stirb doch. Okay, schon langsam geht's ja nicht mehr so gut. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Leg dich nicht mit Shannon, leg dich nicht mit Ashley Thompson an. So, alle ausrotten. Ja, wie viel hält die denn aus, sag mal? Ich hält ja scheiß viel aus, viele Tussi. Okay, heilen werde ich sie gleich mal. Aber jetzt derweil auch nicht. Komm schon. Ja, schlag um dich. Ja, komm schon. Jawohl. Ja, das habe ich auch schon gemerkt, dass der stirbt. Jetzt bleibe ich wieder bei Josh, ja. Und nehme die Laserpistole. Und sie bleibt über dieser Waffe, das passt schon. Sehr gut. Und was haben wir alles bekommen? Ja gut, ich würde sagen, was wir hier alles bekommen haben, sehen wir uns dann beim nächsten Part an. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Kommentar und einen Daumen hoch freuen oder zumindest über eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Obscure. Bis dahin, macht's gut, Leute!